Reise hast du eh viele. Sprechen wir auf jeden Fall später dann nochmal drüber. Wir wollen aber mal gucken auf einen Beitrag. Und zwar hat jemand mal die Kamera reingehalten ins Synchronstudio, ins Hörspielstudio, wo du gerade ein Hörspiel vertont hast. Wir wollen mal gucken, wie das aussieht. Santiago, zieh's mal vorm Mikrofon. Wir sind die Wild Hawks! Wir sind die Wild Hawks! Wir sind die Wild Hawks! Kannst du mal kurz reden? Hörst du mich? Ellie? Was machst du? Mir brummt der Schädel. Zum Glück nur eine Beule. Was machst du hier mitten in der Nacht? Aber, Pa, es ist später Nachmittag. Oh nein, so lange bin ich schon hier unten. Bist du wirklich ein Toscher? Ja, mein Kind. Als junger Bursche habe ich damit mein erstes Geld verdient. Habe bei Ebba die Themse abgesucht und solche Sachen. Aber wieso? Weil man als Lagerarbeiter nicht so viel verdient. Ich wollte das nicht mehr machen, ehrlich. Schon allein wegen... Wem? Die Königin der Ratten. Hörspielstudio. Weißt du noch, welches Hörspiel da genau war? Was das für eins? Nee? Es tut mir leid, aber... Aber du synchronisierst auch so viel. Guckst du dir oder hörst du dir das eigentlich alles an? Mir ist mal eine witzige Situation passiert. Ich war im Kino und wollte mir einen neuen Blockbuster angucken. Oder alle sagen, ihr müsst ihn gesehen haben und so. Und guck den an. Und es ist ja für mich halt schwierig, wenn ich die ganzen Kollegen sprechen höre. Ich sehe immer die Gesichter von den Kollegen vor mir. Ne? Das musst du immer wegblenden. Ja. Und plötzlich kam eine Szene, wo ich dachte, habe ich das schon mal gesehen? Kommt mir irgendwie bekannt vor. So ein Déjà-vu. Und sage, das kann doch nicht sein, das ist doch ein neuer Film. Und plötzlich wusste ich, Mensch, es kommt gleich eine Szene, da habe ich eine kleine Rolle gehabt. 3 oder 4 Sätze, war nichts Großes. Okay. Aber hatte den Titel und den Film überhaupt vergessen. Ach krass, ja. Und dann, ja, und dann kam eine Szene, die ich gesprochen habe. Und saß selber im Kinosaal. Ja, also bei großen Rollen gehe ich schon mal gerne rein und gucke mir das nachher als Gesamtwerk an, in der richtigen Chronologie, weil wir beim Synchron ja nicht chronologisch arbeiten. Wir springen in den Szenen hin und her, damit man dann auch ein Bild von dem Ganzen hat, von der ganzen Arbeit. Ja. Aber jetzt nicht bei jeder kleinen Gastrolle, wo du mal 3, 4 Sätze hast oder so. Also da passiert es dann schon, dass ich auch eventuell zu Hause vorm Fernseher sitze und eine Serie gucke, irgendwas. Und plötzlich, bist du doch. Da kommt irgendeine Szene, da habe ich dann 3 oder 4 Sätze gesprochen. Ja. Bei so eine Sachen, die speichert man nicht ab. Ne? Gibt es so eine Zahl, wie viel du schon synchronisiert hast bisher? Ich glaube, es reicht. Ich habe ja in jungen Jahren angefangen. Ja. Und mache das inzwischen ja wirklich schon weit über 40 Jahre. Ja. Da kommt eines zusammen. Man kann im Internet mal gucken, nicht? Wenn auf der Seite hier Deutsche Synchronkartei, da kann man runterscrollen. Ne? Ja. Da kommt ein bisschen was zusammen, glaube ich. Einige hundert. Nachgezählt habe ich nicht. Genau, aber wir haben auch noch eine WhatsApp-Sprachnachricht bekommen, in die wir jetzt unbedingt gerne mal reinhören wollen. Ihr könnt uns auch welche schicken, aber ich würde sagen, wir hören erstmal rein, was es so gibt. Als Frage. Zunächst mal grüßt euch. Mein Name ist Tobi und meine Frage ist eine, wie ich finde, eigentlich so eine Standardfrage. Ich glaube, das hast du das öfter schon mal gehört. Was empfiehlst du neuen Synchronsprechern, beziehungsweise Leuten, die halt in dieses Geschäft mit einsteigen wollen? Was empfiehlst du denen? Wie sollten sie anfangen und vielleicht irgendwelche Vorkenntnisse oder irgendetwas Spezielles? Halt, was empfiehlst du Leuten, die halt in diesen Beruf reingehen möchten? Ja, das ist schwierig. Grundsätzlich, es gibt kein Patentrezept, wo man sagt, bei anderen Berufen oder so, da gibt es bestimmte Kriterien, die man erfüllen muss oder die also gut werden, wenn man die erfüllt. Beim Synchronsprechen, man sollte sich das zutrauen, also das Selbstbewusstsein haben. Vielleicht auch schon mal ein bisschen was ausprobiert haben, kann ich mit der Stimme arbeiten oder wie kommt das an bei Leuten. Grundsätzlich ist natürlich eine Ausbildung nicht schlecht, eine komplette Schauspielausbildung oder zumindest eine Sprachschulung, also eine Sprecherausbildung. Das wäre nicht schlecht. Und dann ganz mutig sich bewerben bei den ganzen Firmen. Das ist ja dank Internet heutzutage auch nicht schwer. Und dann muss man gucken, wie die Resonanz ist. Es gibt sicher Firmen, die auch immer interessiert sind an neuen Stimmen, neuen Sprechern oder Sprecherinnen.
Dann gibt es auch welche, die sagen, nee, nee, wir haben unseren Sprecherpool, da, vielen Dank und so, wir haben keinen Bedarf. Aber das muss man dann einfach mal ausprobieren. Und entscheidend ist ja auch der Standort, also wo man wohnt, weil man muss auch kurzfristig erreichbar sein. Ne? Wenn man in einer Großstadt wohnt, Berlin, Köln, Hamburg, München, ist das leichter. Da sitzen die ganzen großen Firmen und dann kann man schnell mal einen Termin für denselben oder den nächsten Tag auch annehmen. Wenn man ein bisschen außerhalb wohnt, ist das ein bisschen schwieriger. Hm. Aber das sind alles so Kriterien, die man vorher mal so, ja, sich durchdenken sollte. Und ansonsten mutig sein, an sich selber glauben und, ja, dann sein Glück das, probieren. Dann wird das irgendwie okay. Und vor allem, ich glaube, also, Talent hast du ja auch schon gesagt, dass das auch wichtig ist, ne? Wahrscheinlich dann auch. Na, also, Talent ist halt was, was man nicht lernen kann. Ne? Ja, genau. Sprechtechnik und so eine Sachen, das kann man sich alles aneignen. Ein Talent hast du oder hast du nicht. Ne? Ja, vielleicht auch dieses gewisse Etwas noch in der Stimme irgendwie, was die Stimme markant macht, so ein Markenzeichen irgendwie. Ist vielleicht auch manchmal ganz sinnvoll. Dann sagen wir mal so, wenn man eine außergewöhnliche Stimme hat, also die jetzt nicht so üblich ist, wo man erstmal, oh, das ist aber, ja, ist das sicher auch von Vorteil, weil dann hat man natürlich nicht so viel Konkurrenz, ne? Wenn bestimmte Rollen zu besetzen sind, wo genau so eine Stimmfarbe gesucht wird, hat man nicht so viel Konkurrenz. Also, ja. Das ist vielleicht auch ja, ein Kriterium. Apropos Markenzeichen. Du hast eins. Du hast es auf deinem Kopf. Deine Schiebermütze. Oh Gott, meine Mütze. Ich wollte mal drüber sprechen. Ich habe es nämlich schon ganz, ganz oft gesehen. Seit Jahren. Also es gibt auch Bilder von dir bei Google ohne Schiebermütze, aber wenige. Wenige, ja. Wenige. Ja, also tatsächlich so, ist es so ein bisschen dein Markenzeichen geworden, die Mütze, oder? Das hat sich einfach so ergeben. Es war ja nie irgendwie die Absicht, sondern das ist irgendwann mal entstanden, auch so aus Bequemlichkeit. Und ich fand das auch ganz witzig. Und irgendwo fiel dann auch mal so ein Satz, wo ich dann mal ohne Mütze kam, wer ist denn das? Ist das der Neue? Ja. Den kennt ja keiner. Okay. Habe ich die Mütze aufgesagt, ja, ach, du bist es, ja? Ja. Und dann ist halt irgendwie so ein, ja, so ein Spiel draus geworden. Und es ist aber wirklich eben auch ein Erkennungszeichen, auf jeden Fall. Ja, nur das ist ja auch in verschiedenen Farben, ne? Verschiedene Farben. Also nicht, dass man denkt, das ist immer ein und dieselbe. Nee. Das sind schon verschiedene und eben nicht nur schwarze auch. Ja, nee, Schiebermütze, also ist auf jeden Fall ein cooles Markenzeichen. Ja, du hast auch SpongeBob-Schuhe. Hand angefertigt, ne? Genau, du hast auch handgefertigte SpongeBob-Schuhe. Hast du auch mir vorhin gerade ein Bild gezeigt. Ja, ich habe einen selbstgemachten SpongeBob-Sneaker, habe ich signiert mit meiner Unterschrift für eine Verlosung. Genau, das ist so ähnlich. Ist genau derselbe Schuh, habe ich vorhin gerade rausgefunden. Sieht ähnlich aus. Genau, ja, hier sehen wir gerade mal Bilder, wie er entstanden ist. Der ein lieber Kumpel von mir, der Fischi, hat das nämlich gemacht. Look up, ja. Hier in feinster Handarbeit mit Pinsel tatsächlich diese Schuhe da bemalt. Es ist toll geworden. Vorgezeichnet mit Bleistift und so. Also ich wollte das nur mal erwähnt haben hier in der Sendung, weil wirklich viel Arbeit und so. Und mit Look-Up-Schuhe hier. Genau, also wenn man beim Fischi vorbeischauen möchte, hat auch eine Webseite, King Fischi heißt er da. Müssen wir ja mal ein bisschen Werbung machen. Wer auch solche Schuhe haben möchte. Ja, also vielleicht nicht die Look-Up-Schuhe. Das ist eine tolle Sache, ja. Aber vielleicht SpongeBob-Schuhe oder Patrick-Schuhe. Patrick-Schuhe, das gibt's noch nicht. Also bestimmt gibt das irgendwo schon. Mit dem Merchandising ist ja eh könnte total Wahnsinn sein, bei SpongeBob. Aber ist mir nicht bekannt. Wir haben auch ein paar Fragen bekommen. Ich wollte gerade sagen, sind genau, es geht Fragen natürlich bekommen weiter. Und zwar wollen wir direkt mal eine von der Johanna einblenden, eine Frage, die wir bekommen haben. Und zwar ist die Frage, welche Instrumente... Ach Quatsch. Jetzt war ich noch in der falschen Sendung. Jetzt war ich noch in der Sendung von der letzten Woche. Findet ihr übrigens alles in unserer Look-Up-Mediathek. Welche Instrumente spielst du? Instrumente? Gute Frage. Ich habe auch in jungen Kinderjahren mal angefangen, Geige zu spielen. Aha, okay. Hat mir viel Spaß gemacht. Wer das mal versucht hat, das ist sauschwer, weil du musst ja die Punkte immer, wo die Töne sind, immer selber suchen auf dem Steg. Ne? Ja. Und dann irgendwann war der Punkt, da ging es in die zweite Lage. Das heißt, da muss man dann ja immer weiter umgreifen. Ja. Ja. Dann habe ich plötzlich hier so einen Höcker auf der Hand bekommen, musste zur Kinderärztin und die hat dann gesagt, das ist ein Überbein, ich muss sofort aufhören mit dem Geigenunterricht, weil das vergrößert sich und das wird dann chronisch und dann kriege ich es nicht mehr weg. Ich habe ein Überbein bekommen, weil ich relativ schwache oder eben auch dünne Gelenke habe hier, Fußgelenk und auch hier an der Hand. Und als es dann eben, ich musste ja täglich üben, eine Geige musste jeden Tag üben. Ja, das verlernt sich. Und als es, wie gesagt, in die zweite Lage ging, wie gesagt, kam hier das Überbein raus. Keine Chance, musste ich aufhören. Okay, aber Geige hast du mal zumindest versucht. Ja, und dann, naja, was man irgendwann mal so Blockflöte hat man mal im Schulchor auch irgendwo gespielt. Aber ansonsten,
Mein großer Traum wäre immer gewesen, Klavier zu spielen, aber das wäre nicht gegangen. Okay. Ja. Die Wohnung zu beengt und es wäre auch zu teuer gewesen für meine Mama damals, ein Klavier anzuschaffen. Hm. Das hätte ich immer sehr gerne gemacht. Teuer. Klavier, ja, ja. Das ist nicht günstig. Also ist es bei der Geige und bei der Flöte geblieben, wobei ich dann, ich habe 14 Jahre in Berlin an den Berliner Kammerspielen Kinder- und Jugendtheater gespielt. Mhm. Und da haben wir wirklich ein Kinderstück gehabt, wo ich dann Geige gespielt habe in einer Szene, weil das bot sich an und ich habe gesagt, ich habe das mal gelernt und eine einfache Melodie, das kriege ich hin. Ne? Und habe dann also jeden Tag, wenn Vorstellung war, da eine kleine Geigennummer hingelegt. Okay, cool. Und ich musste einmal, das habe ich aber nicht richtig gelernt, in einem Stück Gitarre spielen. Und das war auch eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung. Das wird jeder wissen, wenn man Gitarre gespielt hat. Du musst, ich spiele auch mal, Gitarre tatsächlich immer mal wieder. Da, man muss erst mal die Hornhaut kriegen hier auf den Fingerkuppen. Ja, ja. Und bis das soweit ist, die ersten Takte, das tut fürchterlich weh. Das weil man hier in den Fingerkuppen ja auch viele kleine Nervenenden hat. Und wie gesagt, so ich glaube die ersten 10 Tage oder 14 Tage oder so. Ich habe immer einen Horror gehabt, das Instrument in die Hand zu nehmen, weil ich schon wusste, gleich tut's weh. Mhm. Aber natürlich, wenn du dann merkst, die erste Hornhaut kommt oder was, dann ist das vorbei. Ja. Dann geht das. Ne? Ja. Aber der Anfang war heftig. Ja, ja. Stimmt. Habe ich dann auch nicht weiter verfolgt, aber auch war in einem Stück, wo ich das abends in meiner Vorstellung gespielt habe und das hat mir dann aber gereicht als Lektion mit Gitarre spielen. Okay, dazu erstmal braucht man erstmal die Hornhaut an den Fingern. Also, ja. Wir haben die Fragen jetzt aber trotzdem, und zwar haben wir eine Nachricht von Sepp von YouTube bekommen. Welche Synchronrolle hat Ihnen am meisten Spaß gemacht? Lieben Gruß aus dem schönen Bonn, würde ich sagen. Wir winken und grüßen. Lieben Gruß zurück nach Bonn auf jeden Fall. Nach Bonn, genau, aus Dresden. Was ist so die spaßigste Rolle gewesen? Ach, das ist so schwer zu sagen. Es waren über die vielen, vielen Jahre sicher ganz viele richtig tolle Rollen. Mhm. Und die Frage, welche einem jetzt einfällt. Meine Lieblingsrollen waren eigentlich immer die, an denen ich gerade gearbeitet habe, weil die waren am dichtesten dran. Mhm. Und deswegen der SpongeBob gehört mit Sicherheit dazu. Einmal, weil wir ihn eben so lange machen und weil ich nach wie vor dabei bin. Ja? Aber der Steve Urkel war natürlich auch, was wir da gelacht haben teilweise im Studio. Ja. Das gehört ja auch dazu, der Spaß und die Freude, die man bei der Arbeit hat auch. Ne? Ja. Bei allem Ernst, bei aller Ernsthaftigkeit, weil man ja ordentlich arbeiten muss. Aber die beiden Figuren gehören bestimmt dazu. Damals bei den Shrek-Filmen, der kleine Gingerbread-Man, der kleine Pfefferkuchenmann, war eine kleine Rolle, aber stimmt, war auch... Ja. An die Figur kann sich fast jeder erinnern, der die Filme gesehen hat, obwohl es eine ganz kleine Rolle war. Hm. Na, wo die dann kamen und sagen, er soll da irgendwas verraten und dann ihm da die Mandel rausschauen und so, nein, nicht, ich sage es nicht. ist mir auch so im Gedächtnis geblieben. Ne? Und natürlich viele Serienrollen hier, die Animaniacs, diese drei Mäuse da in den Warner Bros. Turm, war auch sehr schön, weil wir da in fast jeder Folge auch gesungen haben. Ne? Ja. Da, wo dann eben auch wieder Musik, Gesang und Schauspiel zusammenkommen, das war für mich natürlich immer ein Highlight auch. Wir wollen gleich mal die nächste Frage anschauen, und zwar kommt die von Steve, der uns geschrieben hat per WhatsApp. Guten Abend an euch beide. Eine Frage an Santiago. Stört es dich, wenn man dich in der Öffentlichkeit erkennt, oder genießt du es, erkannt zu werden? Beste Grüße von Steve aus Dresden. Liebe Grüße aus Dresden, nach Dresden. Und wir haben es heute schon öfter erlebt. Ganz klare Antwort, das stört mich überhaupt nicht. Es ist ja im Grunde genommen Feedback zu meiner Arbeit, die ich mache. Ja? Und ansonsten, wie gesagt, lange Jahre war Synchronsprechen ein Dunkelgewerbe. Ja? Ja. Wenn ich den Mund nicht aufgemacht habe, dann hat sich natürlich keiner erkannt irgendwo. Und so, wie gesagt, das ist ja ist für mich praktisch auch ein Feedback für die Arbeit, die ich mache. Und ich muss sagen, zu fast 100% sind das alles sehr angenehme, erfreuliche Begegnungen. Es ist ganz, ganz selten, dass mal jemand ein bisschen, SpongeBob oder was oder so, ey, komm, wir machen mal ein Foto oder so in Berlin, Das passiert aber ganz, ganz selten. Die meisten sind sehr höflich und so. Im Gegenteil, ich merke manchmal so aus dem Augenwinkel, nicht, dass so ein Double Take, dass jemand guckt und nochmal guckt oder dann aufs Handy guckt und so. Mhm. Und viele, gerade Mädchen, die trauen sich dann auch nicht zu kommen. Ja? Die Jungs sind da robuster und kommen dann eher. Oh, bist du oder sind Sie nicht der Sprecher von SpongeBob oder die Stimme von SpongeBob?
Und das Witzige ist, früher hat man halt Autogramme gegeben, ne? Mhm. Und heute ist natürlich das Handy da, Selfie oder eine Sprachnachricht oder so. Genau, Videos musst du wahrscheinlich auch ganz viele machen. Hallo, liebe Grüße aus Bikini Bottom. Ja, ja. Schon ganz oft gehört, auch im Gesicht. Aber wie gesagt, ich mache das sehr, sehr gerne, weil dann weiß ich ja auch, für wen ich das mache. Also. Ja. Ja, na, und am Ende, die posten es wieder und du bekommst noch mehr, auch das, mehr Reichweite. Auch das, also, ja, super. Ja, ja, ja. Hast auch einen YouTube-Kanal übrigens, einen eigenen, Santiago Ziesma heißt er. Ja, YouTube und Instagram. Instagram auch, genau, seid ihr auch aktiv, Santiago Ziesma heißt er da überall und macht da auch YouTube-Videos, also irgendwelche Challenges. Ja, ich habe da große Hilfe von einem jungen Mann, der mir da behilflich ist. Wir haben uns auch mal über so eine Fangeschichte kennengelernt und er hat sich das dann, hat dann angeboten, dass er das für mich machen würde, weil ich selber habe gar nicht die Ahnung von diesen ganzen Sachen, kenne mich da zu wenig aus und habe auch gar nicht die Zeit. Und er hält mir da den Rücken ein bisschen frei und kümmert sich um Anfragen, Autogrammanfragen und so und kommt in Abständen dann auch nach Berlin und dann nehmen wir kleine Videos auf und so. Ja. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil das gehört in der heutigen Zeit einfach dazu. Ja. Und gerade eben auch für ein jüngeres Publikum, ja, da kommst du gar nicht am Internet und an diesen Social Media kommst du nicht mehr vorbei. Und wie gesagt, ich bin da jahrgangsmäßig schon ein bisschen außen vor und bin froh, dass ich da Hilfe habe und dass ich da auch noch so ein bisschen mitreden kann dann. Also wer nach der Sendung nichts mehr zu tun hat und nicht gleich ins Bett gehen möchte, kann sich mal reinklicken, Santiago Ziesma bei YouTube, Instagram und... Da ist einiges unterwegs, ja. Genau.